Bei Medizinprodukten ist der Markt sehr, sehr vielseitig und da gibt es ganz viele Produkte, die wir in unserem Alltag tagtäglich benutzen. Jeder hat schon mal irgendwo ein Pflaster kleben gehabt und bei ganz vielen gehört die Brille auf der Nase zum Leben mit dazu. Das sind Medizinprodukte, die wir schon immer kennen. Was bei vielen natürlich auch längst eingegriffen ist, ist ein Hüftimplantat, Coronarstents, die ja häufig verwendet werden. Und das geht so allmählich auch hin in eine neue Ausrichtung, dass es sehr viele medizinische Apps gibt, die uns via unseres Computers oder des Handys helfen, den Alltag zu bestreiten. Diese schon bestehenden Medizinprodukte, das kann man jetzt etwas vereinfacht so ausdrücken, dass die prinzipiell erstmal ihr Zertifikat wie verlieren und nachweisen müssen, dass sie auch den neuen Bestimmungen entsprechen. Wenn ich jetzt also Hersteller bin, bin ich da momentan in einer Bringschuld und muss nachweisen, ja, ich entspreche auch den neuen Anforderungen. Aber auch allgemein der Zulassungsprozess ist verschärft und besser reguliert. Also nur schon die Daten, die gebracht werden müssen, die zeigen sollen, ist das Produkt leistungsfähig und sicher. Die müssen jetzt vielfach auch wirklich auf klinischen Studien basieren und nicht mehr aus das, was es schon an Wissen in der Welt gibt. Also ganz wichtig bei einem Medizinprodukt ist, dass man Zweckbestimmung eben definiert, also für was wird es genau gebraucht. Das kann einen riesigen Unterschied haben natürlich in Bezug auf die Klassifizierung von einem Medizinprodukt. Was für mich entscheidend ist, ist, wenn ich etwas Neues anwenden möchte, dann muss ich mich jetzt informieren, ja, ist das denn in der Schweiz auf dem Markt? Kann ich das im Rahmen einer Studie anwenden? Welche neuen Anforderungen an das Qualitätssystem, an das Risikomanagement und so muss ich erfüllen, damit ich das in der Studie anwenden kann? Auf der anderen Seite sind wir aber auch daran, im Bereich des Qualitätsmanagements zu unterstützen. Also wir sind daran, ein QMS aufzubauen, das eben ISO 13485 kompatibel ist. Das ist die Norm, die gebraucht wird, um eben Medizinprodukte zu entwickeln. Wir sehen eine ganz große unserer Aufgaben darin, gut zu beraten, Unterstützung anzubieten. Was brauche ich, damit Swissmedic zu meiner Medizinproduktstudie ja sagt? Welchen zeitlichen Rahmen muss ich mir da vorstellen? Und ganz zum Schluss auch, wie viel Manpower brauche ich? Mit welchem Budget muss ich rechnen, bis ich so etwas durchführen kann? Da können wir gut unterstützen, da kann man immer auf uns zukommen. Dann können wir schon euch beraten und unterstützen, um überhaupt einschätzen, was notwendig ist und dass man dann die richtige Dokumentation dann schon von Anfang an anfängt. Weil unser Interesse ist schlussendlich, dass wir den Forschern helfen, eben wie schon einen Schritt auf dem halben Weg sind, zu unterstützen, dass dann am Schluss eben das Produkt auch wirklich in der Klinik und als Medical Device dann kann, in Verkehr gebracht werden.